Willkommen zurück zu Let's Test Minecraft Adventure Maps wieder T3C. Und wir sind immer noch in diesem Raum mit den ganzen Leitern an der Wand. Ja, wir haben den 18.04. Ich bin runtergefallen. Um 18.48 Uhr. Ja. Verwirrung. Egal. So. Ja, wenn dieses Video hochgeladen wird, ist schon der erste Part des verdammt, das ist ein Kacksprung. Oh. Des Let's Play Togethers mit Lumen Miles. Verdammt, ich glaube, ich mache mir hier nachher einen Checkpoint hin. Hochgeladen. Könnt ihr ja mal angucken. Ist sogar bei mir auf der YouTube-Startseite. Wenn auch mein Kanaldesign nicht so sonderlich toll ist, das aber noch überarbeitet wird, wenn ich da mal Zeit habe. Was jetzt am Wochenende vielleicht der Fall ist. Ja, Sprung geschafft. So, jetzt hier wieder hin. Nein! Okay, Checkpoint. So, da war Minecraft. Also, was heißt, ich habe aus Versehen auf das kleine X oben rechts gedrückt. Stimmt, ich wollte mir einen Checkpoint machen. So mache ich gleich, wenn ich jetzt wieder runterfall. Was wahrscheinlich passieren wird, ja. Und zwar mache ich den hier hin. So, Bild weg. Ich will hier keine. Okay. Ich gebe zu, ich habe mir jetzt den Sprung dadurch erleichtert, aber den hier nicht. So, wir gucken auf die Map und wir haben schon 21 Diamanten. Das heißt, wir haben noch nicht so viele Versteckte gefunden. So, hier waren wir schon. Nein, ich fall hier immer runter. Wir haben noch nicht so viele Versteckte gefunden, weil ich die nicht gesehen habe. Aber wir haben alle Diamanten von Challenge 1 bis. Verdammt, schon wieder runtergefallen. Challenge 1 bis 5. Ja. So, Shift-Taste drücken. Und. Jetzt hat es irgendwie gut funktioniert. Verdammt, jetzt aber nicht. Ich glaube, ich tue den Checkpoint dann gleich mal versetzen. Weil ich euch ja nicht langweilen möchte. Was kann ich hier denn? Au. Genau. Doch nicht. Verdammt. Ich vergesse immer Shift zu drücken. Das ist auch ein sehr interessantes Thema. Ich gehe da über runterfallen. Nein, was kann ich jetzt gehen? Schwierig. Wir müssen hier lang, da einmal rum und da hinten kommt man dann raus. Schätze ich jetzt mal. So, Checkpoint versetzen. Hier hin. Dann habe ich den blöden Sprung noch vor mir. Brauche zwei neue Leitern, um wieder hier runter zu springen, um mir das Bein zu brechen. Und brauche noch eine Leiter. So, so. Ich vergesse schon wieder Shift zu drücken. So, jetzt. Kann man ja nicht irgendwie. So, nein. Gut. Unschön, meine ich. Ja, ich will jetzt mal weiterkommen. Ich hasse es, immer so ewig an der Stelle zu hängen. So, jetzt. Okay. Ich krieg die Sprünge einfach nicht hin. Ich krieg sie nicht hin. Boah, geschafft. Ich spring immer daneben. Muss ich mal üben. Aber dazu habe ich keine Lust. Und keine Zeit, ey. So, Shift drücken, rübergehen. Hinspringen. Ah, geschafft, geschafft. Nein, neuer Checkpoint. Weil ich euch und mich nicht langweilen will. Weg mit der Fackel. Fackel hier hin. Und zack.
Okay. Fast, fast, fast. Das war schon näher dran. Okay, so falle ich runter. Kann man nicht hier irgendwie so, wenn die Leiter hoch geht, so schief? Nein, das geht nicht. Okay. Ich glaube, ich muss aufhören, so komisch zu atmen. Das hört man nämlich bei meinem Mikrofon immer so. Aber ich kann mal Tag machen. Er kann Tag machen. Er hat Superkräfte. Das war zwar wahrscheinlich das falsche Wort. Das sollte wohl eher epischer klingen. Okay. So, wir reden jetzt über das Spiel SimCity. Ja, ich habe es geschafft. SimCity 4. Hier kommt ein neuer Checkpoint hin. Ich habe es mal, weiß ich noch, zu Ostern bekommen, wo ich noch kleiner war. Das fand ich irgendwie voll cool und hab gedacht, das wäre voll cool, aber ich fand es nicht so cool. Mir hat es einfach nicht gefallen, genauso wenig wie diese ganzen Sprünge hier gefallen, aber egal. Nein, ja, ich habe es installiert und gleich angezockt, noch am selben Nachmittag nach der Schule natürlich. Damals war ich noch auf der Grundschule in der irgendwie vierten Klasse, wohl eine zwischen zweite, dritte Klasse, glaube ich. Auf jeden Fall, entweder war ich noch zu blöd dazu oder ich war es einfach total langweilig. Man hatte schon viele Möglichkeiten, die Stadt aufzubauen und so, aber so, da muss ich jetzt kurz konzentrieren. Gut. Man hatte schon viele Möglichkeiten, die seine eigene Stadt individuell aufzubauen und so, und aber ich saß die ganze Zeit nur noch da und habe Darlehens aufgenommen. Ich habe wirklich nur noch zur Bank gerannt, musste Kredite aufnehmen, um da noch irgendwie, weil ich glaube, das war auch so, dass die Bürger dann unzufrieden waren. Die immer unzufrieden, können nicht mal zufrieden sein mit dem, was sie haben. Und deshalb. Ach so, geht der Sprung. Gut zu wissen. Ja, das ist ja easy peasy hier. Das auch noch. Geht das hier schon wieder nicht? Da muss man so und ja, so nicht. Na, wenigstens bin ich nicht ganz runtergefallen. Und hier ist ein, ja, was ist das hier eigentlich? Fensterbrett? Ja. Auf jeden Fall habe ich den Sprung jetzt geschafft. Sehr schön. Sollte es nicht so hektisch vorgehen, weil ich gleich wieder. Wie lang ist denn der Sprung? 2. Ich bin mir nämlich immer noch nicht sicher, ob ich hier sprinten durfte, aber ich glaube, das steht da unten. Aber ich will da jetzt nicht hingehen und das lesen, weil ich dann ja wieder das neu machen muss. Ja, geschafft. So, und jetzt hopp, hopp, hopp. Und der allerletzte, doch nicht letzte. Hier kommt die letzten paar Sprünge. Ja, geschafft. Was macht Toilette? Ja, lecker. Was ist denn hier? Ja, Englisch. Ist hier irgendwo eine Truhe? Nein, wird schon nicht sein. Ich weiß noch, wo ich hier die Map angespielt habe, ist Challenge 8, was ich wahrscheinlich auch schon 5000 Mal gesagt habe. Ja, darf man hier sprinten? No Sprint Jumping, und man soll von den immer zu den Redstone Tor springen. Hier habe ich One Piece angeguckt, irgendeine Folge, während ich das hier gespielt habe. Mit den Bücherregalen. Ja, und da habe ich nicht so gefailt. Aber allgemein habe ich, wo ich das so gespielt habe, ohne aufzunehmen, viel öfters gefailt und habe auch viel öfters gecheatet. Was ich hier nicht mache, wahrscheinlich, weil bei den Adventure Maps, die ich immer angucke auf YouTube, regen sich immer alle Leute auf.
Du hast so viel gecheatet. Okay, ich cheate ja auch, aber... Ja, ich bin trotzdem immer der Meinung, ich habe nie einen Kommentar geschrieben, dass jemand zu viel cheatet, weil... Wenn man es... Von mir aus kann man 5-mal probieren oder so. Von mir aus auch noch öfter, aber irgendwann langweilt es eigentlich den Zuschauer, zumindest mich als Zuschauer, ich weiß ja nicht. Aber manche finden es wohl toll, dass einer 5 Parts lang an einer Stelle hängt. Das. Da kann man vorspulen, das ist ja eigentlich kein Problem. Aber, ja, das kommt dann halt auf den Spieler an, was der für ein Durchhaltevermögen hat. Manche Let's Player haben halt, oder Let's Adventure Maps Spieler haben eben mehr Elan und Durchhaltevermögen und manche weniger. Das, ich gehöre zu den zweiten wahrscheinlich. Würde ich mich jetzt mal einschätzen. So, ich bin schon lange nicht mehr runtergefallen, fällt mir gerade auf, während ich so rede. Ich habe auch das Gefühl, dass ich immer besser reden kann. Da sind Pfeile hier lang. Gut. Die Redstone Torches machen ja so komisches Zeug, was mir auch noch nicht aufgefallen ist. Nochmal hier an der Wand lang. Ja, das mag ich. Das mag ich ja so richtig. Und jetzt. Da geht ein Pfeil nach da hinten. Also ich schätze mal, dass ich hier drauf springen muss. Kann sein, dass ich die Brightness hochstellen sollte, was ich immer vergesse. Und habe ich noch irgendwas, was ich gerade hochstellen wollte? Aha, den Sound. Achso, der ist schon, fällt mir gerade auf, ja. Merkt man auch noch gar nicht an den Klickgeräuschen. Nein, runtergefallen. An den Klickgeräuschen, die ganze Zeit im Menü sind, aber ja,